Schlicht, viel Grün und alle unter einem Dach. 3 Wochen vor dem Bürgerentscheid über den Bau der neuen DFB-Zentrale hat der Weltmeisterverband den Architektenentwurf für sein Jahrhundertprojekt vorgestellt. Auf dem Gelände der Pferderennbahn in Frankfurt am Main soll für 89 Millionen Euro ein hochmodernes Leistungszentrum entstehen, das weltweit seinesgleichen sucht. Jetzt, wo wir ganz oben waren 2014, dass wir uns da auf keinen Fall irgendwie ausruhen dürfen. Der Fußball entwickelt sich ständig weiter und das müssen wir natürlich auch tun, wenn wir da oben bleiben wollen. Und ich glaube, dass das natürlich auch von großem Vorteil ist, wenn man sich da trifft und sich ständig bereichert, viel austauscht, Dinge entwickelt, wie so ähnlich ein bisschen wie in einem Forschungslabor, wo man über Fußball diskutiert, redet, welche Entwicklungen gibt es, das irgendwie alles bündelt und von dort aus agiert, das halte ich schon auch für die Zukunft. Aber es gibt auch Gegner und die sehen das Gelände und die grüne Ader Frankfurts geschädigt und kritisieren auch die Kosten des Projekts. Ein Bürgerentscheid wird am 21. Juni über die Realisierung des Projekts entscheiden. Mindestens 25% der Wahlberechtigten müssten dann für die Erhaltung des Geländes stimmen, um den Bau zu verhindern. Ansonsten soll dieser im kommenden Jahr beginnen, Ende 2018 der Umzug erfolgen.